wie Abstände. In welchem Abstand eine Stromleitung zur Wohnbebauung gebaut werden darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab. In jedem Fall müssen Stromleitungen, egal ob Freileitung oder Erdkabel, so weit von Wohngebäuden entfernt sein, dass die Grenzwerte für magnetische und elektrische Felder eingehalten werden. Dieser Abstand dient dem vorsorgenden Gesundheitsschutz. Die Bundesnetzagentur genehmigt nur Leitungen, die diese Grenzwerte einhalten. Darüber hinaus können sich Abstände auch aus anderen Regelungen ergeben. Freileitungen können beispielsweise in der Nähe von einer Wohnsiedlung aus optischen Gründen ausgeschlossen sein. Bestimmte Gleichstromvorhaben müssen vorrangig als Erdkabel gebaut werden. Ausnahmsweise kann aber eine Freileitung in Betracht kommen, etwa aus Gründen des Naturschutzes. Diese Freileitung darf nur mit einem Abstand von mindestens 200 bzw. 400 Metern zu Wohngebieten errichtet werden. Die Bundesnetzagentur legt darauf Wert, dass bei der Genehmigung die Belange von Mensch und Umwelt beachtet werden.